Hallo, heute mal ein bisschen im Vlog-Style. Das liegt einfach daran, ich baue hier die Terrasse um und will euch dabei mal ein bisschen was zeigen und gleichzeitig noch, also was hier hinter den Kulissen so abgeht und dabei euch die 6 Faktoren mit an die Hand geben, die euch im T-Shirt-Business deutlich nach vorne bringen. Faktor Nummer 1 ist es natürlich, die richtige Nische zu kennen oder in der richtigen Nische überhaupt unterwegs zu sein. Und das kannst du auf verschiedene Arten testen. Also eine der Möglichkeiten, die ich dir jetzt mal mit an die Hand geben will, ist Sales Tracker zu benutzen. Sales Tracker kennen viele, laden sich runter, benutzen sie aber zum größten Teil falsch. Denn sie gucken einfach nur nach oder viele Leute gucken einfach nur nach, verkauft sich denn das eine Shirt, was ich jetzt so in etwa nachgestalten will, verkauft es sich. So, und dabei musst du halt auch gucken, ob sich mehrere dieser Designs verkaufen. Weil was bringt es, wenn nur ein Shirt oder ein Design sich davon verkauft, aber nicht mehrere. Dementsprechend prüft das immer, ist überhaupt ein Markt da? Also kaufen die Leute da überhaupt was und wie viele Leute kaufen da? Wenn du schon merkst, okay, hier gibt es mehrere Topseller, dann ist da natürlich viel mehr zu holen, als wenn du nur irgendwie ein Shirt hast, weil dann ist nämlich die Gefahr groß, dass es sein kann, dass dieses Shirt irgendwie extern beworben wurde, vielleicht durch YouTube, vielleicht durch Instagram-Follower, durch was auch immer, durch irgendjemanden und gar nicht mal so organisch der Knaller halt ist. Gut, es kann natürlich immer sein, dass es organisch auch ein Knaller läuft, aber guck immer so ein bisschen nach der breiten Masse, dass du siehst, okay, es verkaufen sich mehrere Sachen da drin, dann hast du auch deutlich bessere Chancen, dass diese Nische halt wirklich profitabel ist, also überhaupt erstmal rauszufinden, welche Nische profitabel ist. Gut, ein bisschen was zur Terrasse, was ich jetzt hier so vorhab. Also ich hatte ja die vertrockneten Palmen hier stehen, weil ich nur am Arbeiten war. Und mich nicht wirklich richtig hier so um die Terrasse gekümmert, ist irgendwie zu schade drum. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache es jetzt neu, mache so ein bisschen Sitzecke da hinten, irgendwie so ein bisschen Lounge-mäßig, vielleicht noch irgendwie springbrunnenmäßig. Also da habe ich jetzt auch noch was bestellt oder im Petto und der Boden wird auch komplett geändert. Also da wird dann Holzboden und sowas, kommt da alles rein. Die Liegen werden jetzt ersetzt durch so schwebende Sachen, sowas wie diese komischen, ich weiß nicht, es gibt ja sowas, das sieht aus wie so ein Ei und baumelt da irgendwie so hin, da wo du dich reinsetzen kannst oder diese Schwebe liegen. Boah, jetzt sehe ich aus wie bei Twilight. Bin ich noch weißer. Und hinten vielleicht auch irgendwie sowas, da muss ich mir mal noch überlegen, so Grillecke oder irgendwie sowas in dem Stil. Dann haben wir natürlich noch eine andere Sache, die wichtig ist für Erfolg im T-Shirt-Business und zwar das Tagsystem. Jetzt wird es doch wieder windiger, also gehe ich mal rein und erzähle euch das einfach mal drin. Kommen wir also zu den Tagsystemen. Gut, bei den Tagsystemen gilt, wenn du natürlich ein schlechtes Tagsystem hast, nicht weißt, wie du einen Titel schreibst, wie du eine Beschreibung schreibst oder die Tags halt setzt, dann wirst du nicht gefunden. Und wer nicht gefunden wird, der kann noch so ein gutes Design haben, dann wirst du unterm Strich halt auch nichts verkaufen. Dementsprechend Titel, Tags und Beschreibung sind wirklich ein essentiell wichtiger Bestandteil. Aber genauso wichtig ist halt auch irgendwo das Design, weil wenn das nicht richtig passt, auch passend zur Nische, dann wirst du das auch schwerer haben. Weil es kann nämlich sein, dass irgendwie du machst jetzt ein ganz künstlerisches Design und die Leute kaufen es nicht, die wunderst dich, warum ist das so? Und es liegt einfach nur daran, dass die Leute gar nicht künstlerisch groß wollen in dieser Nische, sondern irgendwas, was wirklich so ganz einfach gestaltet halt aussieht. Irgendwas, so sieht aus fast wie vom 6-Jährigen gezeichnet und du denkst dir, warum soll ich sowas machen? Ich will doch hier meine Kunst irgendwie sowas machen. Und das ist wieder so eine Sache, da musst du dich halt davon trennen, um wirklich zu sagen, okay, ich mache es nicht so, wie ich es will, sondern ich passe mich dem Kunden an, weil dieses Business betreibst du ja nicht nur aus Spaß, sondern auch, weil du damit was verdienen willst. Apropos Kunst, jetzt kommen wir mal nämlich zu meinem Brunnen, den habe ich mir auch zugelegt. Den will ich oben auf der Terrasse stellen. Ich habe mir jetzt hier noch zwischengelagert, wie die anderen Sachen, was ich euch noch zeigen will. Nämlich, ich habe hier so mir eine Lounge gekauft. Hier ist jetzt im muss ich mal hier austarieren. Hier ist so im Hintergrund ist alles vollgestellt. Da bringe ich jetzt nicht rein, das sieht schlimm aus. Ist wie gesagt noch alles zwischengelagert, so ein bisschen, was dann nachher auf die Terrasse kommt. Und unten geht es dann auch weiter. Also Design wäre die eine Sache, andere Sache ist natürlich auch die Schriftart. Und da geh wirklich danach, dass du sagst, okay, die Schrift muss groß sein, sie muss leserlich sein. Das ist genauso, wie ich immer so sage, dieses mit dem der betrunkene Mallorca-Kunde muss es verstehen können. Texte nicht zu kompliziert. Wir singen Schalalalala am Ballermann und nicht mehr. Und genauso müssen auch dementsprechend die T-Shirt-Designs sein. Leicht zu verstehen, im Vorbeigehen. Ich verstehe den Spruch oder ich habe gerafft, worum es bei dem T-Shirt geht und nicht erst, dass du da ellenlange Texte lesen musst oder sowas. Genauso auch von den Schriftarten, schön groß, nicht irgendwie so mega verschnörkelt und sowas. Im Schnitt, keep it simple, geht da meistens besser.
So ein anderes Ding ist natürlich genauso die Farben, weil viele, die arbeiten nicht mit Farben, warum auch immer, weil ihr habt doch verschiedene Elemente. Ihr habt einmal die Schriftelemente, ihr habt natürlich dann diese ganze Gestaltungsfreiheit, womit ihr auch arbeiten könnt. Also du kannst natürlich vom inhaltlichen Spruch mitarbeiten, du kannst arbeiten von der Gestaltung an sich, du kannst aber auch mit Farben arbeiten und wenn du die dementsprechend nicht richtig setzt, machst du dir da auch ein bisschen schwerer als, sage ich mal, bestimmte Farben, die dir vielleicht besser ankommen würden in der Nische. Ja, gut, mit Farben, da habe ich auch länger gebraucht hier mit meiner Lounge, die ich mir gekauft habe. Upsa, das ist das Ding hier hinten. Ich kann ja nochmal, hier so ein bisschen, hier sind auch noch Kisten alles. Also es ist ziemlich alles voll jetzt hier gemacht, irgendwie sowas. Also ich habe wahrscheinlich unheimlich viel aufzuräumen noch. Da stehen schon die nächsten Elemente, was irgendwie hochkommt. Es ist wirklich alles voll. So sieht es nachher nicht aus. Apropos, wenn wir schon mal dabei sind. Jetzt machen wir mal einmal hier den Schwenker. Weil wir schon mal gerade dabei sind, letztens hatte ich die Diskussion mit einer Freundin. Cool oder nicht cool? Ich fände es cool. Ich hätte gern so eine echte Figur hier irgendwie rumstehen oder sowas. So einen echten Stormtrooper. Ich finde den verdammt cool. Eine Freundin meinte irgendwie, das wäre voll nerdmäßig, aber who cares? Gut, ja, hier sind, wie gesagt, hier sind die ganzen Pakete. Gut, da ist der Ego Boosted Board. War ich auch zu geizig für, aber Ego Cruiser geht auch. Ja, und draußen stehen schon die nächsten Sachen. Also seht's mir nach, wenn ich nicht ganz so pünktlich jetzt irgendwie die Videos rausbringe, weil ich habe echt mega viel zu tun. Ich muss gucken, dass irgendwie am Wochenende noch die ganzen Leutchens dann koordinieren, die mir da ein bisschen helfen, meine Kumpels. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich es schaffe, irgendwie so videomäßig da was zu machen. Mensch! Wir wollten noch den sechsten Punkt machen, Emotionen. Und zwar, Emotionen sind natürlich auch mega wichtig, wenn du ein T-Shirt verkaufen willst. Da zwei Hauptemotionen wären natürlich dieses Lustige oder Stolz. Und wenn ihr T-Shirts macht ohne Emotionen, also wirklich sowas mit irgendwie, ja, du machst einfach wirklich nur einen Tennisschläger drauf und schreibst Tennis drauf, dann ist es nicht wirklich, dann weckt es nicht wirklich Emotionen. Du musst denjenigen wirklich dazu kriegen. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel für ein T-Shirt, was 17.000 Euro oder 17.500 Euro mit einer Ad-Anzeige gebracht hat. Nicht bei mir, das war in einer anderen Gruppe, aber jetzt muss ich mal hier hochlaufen, Alter. Ja, das ist der Nachteil an der Wohnung. Du läufst hier Treppen ohne Ende und beim Quatschen ist ein bisschen blöd. Also kommen wir mal zum Beispiel, was ich dir geben wollte, und zwar ein Shirt, das ist babyblau, hat ein pinkes Schwein drauf und ist unterteilt, so ein bisschen wie ja zusammengeschnittenes Schwein sieht das eher aus. Sagt mir persönlich gar nichts, aber derjenige, der dieses T-Shirt beworben hat, das war in einer Facebook-Gruppe, ich weiß nicht mehr wo es war, der hat damit 17.500 Euro in einer Nacht umgesetzt. Und das liegt einfach daran, dass dieses T-Shirt pure Emotionen geweckt hat. Mir sagt es nichts. Aber wer David Gilmour kennt, Pink Floyd kennt und mal auf Woodstock war, 1950 geboren ist, männlich zum größten Teil, und so kann man schon Zielgruppen ein bisschen einschränken, der wird mit diesem T-Shirt vieles verbinden, weil David Gilmour hat das halt ein Jahrzehnt oder fast zwei Jahrzehnte, glaube ich, auf der Bühne halt angehabt. Und jeder, der dieses T-Shirt sieht, mein Vater hat das T-Shirt gesehen, hat gleich gesagt, oh ja, Woodstock, da war ich, habe ich noch die originale Karte, ist oben. Der ist gleich voll durch die Decke gegangen. Und das sind Emotionen, die du wecken musst. Und dementsprechend, diese Leute, die kaufen dann auch. Wenn du jetzt nur einen Spruch drauf machst, Tennis, I love Tennis, das ist nicht wirklich Emotionen wecken, so in dem Sinne, wie du es merkst. Also ich würde es dir am liebsten mal vormachen. Ich will jetzt meinen Vater nicht vor die Kamera holen, sonst er hat ja immer noch das Problem mit dem Auge. Sonst würde ich dann mal sehen, wie der darauf halt so abgeht. Ja gut, das waren jetzt die sechs Faktoren, die euch weiterbringen im T-Shirt-Business. Ich werde jetzt hier noch weitermachen an der Terrasse, muss nämlich diese ganzen komischen Dinger, die hier sind, also diese ganzen, wie heißt das, Grünzeug, Unkraut erstmal noch rausziehen und dann wird das Ganze in Holz eingefasst. Und ja, werden wir mal gucken, dass wir hier eine richtig coole Lounge irgendwie sowas machen. Ziel ist irgendwie so, dass das aussieht wie so bei so einem amerikanischen Penthouse oder irgendwie so, das wäre ganz geil. Pool wird leider nichts, dafür habe ich ein Problem mit dem Statiker und dann meine Nachbarin könnte wahrscheinlich dann nicht mehr gut schlafen, wenn ich hier einen Pool aufstelle, der dann eventuell durchs Dach knallt. Keine Sorge, das mache ich nicht. Hier wird es nur alles so sicher gebaut, dass da nichts passiert. Also an dieser Stelle keine Sorge. Und ich weiß, du guckst mit. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass auch mal ein Abo da, denn hier gibt es regelmäßig Videos über das T-Shirt-Business.
Und genauso natürlich auch freue ich mich über jedes Like und jeden Kommentar. Wenn ihr Fragen habt, einfach runter in die Kommentare. Mal gucken, wer erster ist. Und kleine Info noch am Rande. Ich bringe ja noch den kleinen Designkursus zum, oder kleinen, den Designkursus zum Affinity Designer raus. Den kriegt ihr gratis, wenn ihr den Kurs schon habt. Oder halt bis 12.04. diesen meinen Hauptkursus halt noch kauft. Dann kriegen alle den gratis. Danach wird er regulär ganz normal entweder im Bundle oder einzeln halt zur Verfügung stehen. Allerdings nur, wenn ihr den Hauptkurs hast, weil das Ganze sehe ich so eher als DLC statt als gesonderten Kurs. Davon hat es ist halt eine Ergänzung. Ansonsten, ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg im T-Shirt-Business. Achtet auf die 6 Sachen, setzt mal um, schreibt runter in die Kommentare, hat es euch was gebracht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich muss mal gucken, ob ich es jetzt schaffe, irgendwie Sonntag noch ein Video zu machen. Aber ich glaube, ich setze mal eine Woche wirklich aus, mache das hier richtig cool. Dann werdet ihr auch sehen, eventuell mache ich noch eine kleine Technik-Upgrade. Dann sind die Videos noch ein bisschen qualitativ geiler. Gucken wir, wie wir es machen. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Verkäufe.